Ja, hallo, ich bin der Gerald. Ich bin der Spieldesigner des FM 2003 und ich grüße alle PC Action Leser und vor allen Dingen auch alle VfB-Fans. Alle VfB-Fans? Ja, denn der gute Gerald ist nämlich Fan vom VfB Stuttgart. Kann ja mal passieren. Wenn er nicht gerade die Bundesliga-Tabelle umdreht, um seine Schwabenkicker an der Spitze zu sehen, bastelt er am Fußballmanager 2003, der am 29. November erscheinen soll. Dessen Vorgänger verkaufte sich fast 150.000 Mal. Logisch, dass da die Erwartungen hoch sind. Also ich denke, man kann den FM 2003 mit dem FM 2002 schon fast gar nicht mehr vergleichen. Wir haben also, damals haben wir 9 Monate Zeit gehabt und haben eben den FM 2002 damals gemacht, noch mit einer Engine, die wir bekommen haben aus England, einer älteren Engine. Und es hat sich jetzt beim 2003 eben komplett geändert. Das heißt, wir haben jetzt eine aktuelle FIFA-Engine. Wir haben ganz viel gemacht in den Bereichen Zeitung, Stadion-Editor. Wir haben 3D-Vereinsgelände, wir haben Standardsituationen-Editor eingebaut, wir haben ganz viele Details eingebaut, wir haben auch vor allen Dingen wieder drauf geguckt, dass ein bisschen Witz ins Spiel kommt, dass also zum Beispiel mal in seiner Mannschaft den Kofferträger bestimmen kann und solche Dinge eben auch. Natürlich sind Sie auch beim FM 2003 Trainer und Manager in Personalunion und kümmern sich um Wohl und Wehen Ihres Vereins. An den Start gehen dürfen Sie in knapp 50 Ligen. In Deutschland reicht das Angebot runter bis zur Regionalliga und bietet sämtliche Originaldaten vom Spielernamen über die Stadien bis hin zu den Trikots der aktuellen Bundesliga-Saison. Neuerungen wie die FIFA-Engine, die Sportzeitung oder der umfangreiche Editor dürften Fans mit der Zunge schnalzen lassen. Doch die Macher sind noch lange nicht satt. Es gibt bereits konkrete Pläne für den FM 2004, der in einem Jahr erscheint. Eine Sache, die beim FM 2003 wir bewusst nicht gemacht haben, war das Thema Nationalmannschaften. Denn das wollen wir uns wirklich für das nächste Jahr dann aufheben. Ich meine, als wir angefangen haben, wussten wir auch noch nicht, wie erfolgreich die Nationalmannschaft jetzt bei der Weltmeisterschaft ist. Aber wir haben jetzt eben vor, dass wir im nächsten Jahr dann ein ganz großes Thema draus machen und die Welt- und Europameisterschaften mit Qualifikation und allen möglichen Dingen da richtig perfekt integrieren in den Manager. Aber wenn wir das dieses Jahr gemacht hätten, das wäre noch so ein bisschen nur so halb gewesen und nur so ein bisschen. Deswegen haben wir gesagt, das ist der große Schritt oder einer der großen Schritte für nächstes Jahr.